Die Fachstelle für Suchtprävention Berlin möchte Sie in Kooperation mit dem Bezirksamt Spandau von Berlin herzlich willkommen heißen zu dem Online-Tool Kurze Ansprache, große Wirkung, mit Schwangeren über Alkohol reden. In den folgenden 15 Minuten erhalten Sie allgemeine Informationen zum Thema Alkoholkonsum in der Schwangerschaft und FASD. Außerdem stellen wir Ihnen die Grundlagen zu der Methode der motivierenden Gesprächsführung vor und thematisieren mögliche Hindernisse in der Beratung. Für den Transfer in Ihren Berufsalltag erhalten Sie praktische Tipps für einen gelungenen Gesprächsanstieg und die Gesprächsführung. Ziel der Fortbildung ist zum einen, das Thema Alkoholkonsum in der Schwangerschaft zu enttabuisieren. Zum anderen möchten wir Ihnen durch praktische Anwendungsbeispiele Empfehlungen für die Ansprache Schwangerer und ihrer Partner bzw. Partnerinnen bezüglich ihres Alkoholkonsums vermitteln. Bestimmt haben Sie das auch schon gehört. Ich habe gehört, dass ein Glas Wein pro Woche in der Schwangerschaft überhaupt nicht schadet. Ich habe in der vorherigen Schwangerschaft auch hin und wieder Alkohol getrunken und das Kind war völlig gesund. Mein Frauenarzt hat mir erklärt, dass das Kind sich in den ersten 4 Wochen der Schwangerschaft selbst ernährt. So oder so ähnlich lauten viele Aussagen zum Thema Alkoholkonsum in der Schwangerschaft. Nach wie vor ist es für viele ein Tabu, darüber zu sprechen. Dabei zeigen die Zahlen der vergangenen Jahre einen deutlichen Aufklärungsbedarf in diesem Bereich. Laut der Gesundheit in Deutschland, kurz GEDA-Studie von 2014, geben von 374 befragten, wissentlich schwangeren Frauen 14,4-30% an, alkoholische Getränke zu konsumieren. Davon weisen 20% einen moderaten und 8% der Schwangeren sogar einen riskanten Alkoholkonsum auf. Am häufigsten ist hiervon, entgegen vieler Vorurteile, die sozial höhere Schicht betroffen. Das FAS, fetales Alkoholsyndrom, wurde früher Alkoholembryopathie genannt und entsteht in den ersten Schwangerschaftswochen. Erkennen kann man FAS-Kinder zum Beispiel an ihrem kleinen Kopfumfang, der Stupsnase, Hautfalten an Augenecken, der schmalen Oberlippe, einem meist schwach modellierten Philtrum, Minderwuchs und Untergewicht, sowie Verhaltensauffälligkeiten bzw. Entwicklungsstörungen, ADHS-Symptome, gestörte Feinmotorik, verzögerte geistige Entwicklung. FASD ist ein Sammelbegriff für die Fetal Alcohol Spectrum Disorder. Diese Form der alkoholbedingten Folgeschäden verläuft weniger symptomatisch als das FAS und ist aus diesem Grund auch schwieriger zu erkennen. Diagnosen bieten die sozialpädiatrischen Zentren in allen Berliner Bezirken, sowie für Erwachsene das FASD-Fachzentrum des Evangelischen Sonnenhof Berlin. Die Prävalenz von FAS und FASD liegt in Deutschland bei 0,5-2 bzw. 4-6 pro 1000 Neugeborenen. FAS zählt zu den häufigsten nicht genetisch bedingten geistigen Behinderungen in Deutschland. Durch die Aufklärung von Schwangeren über die Risiken des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft können sie möglichen Folgeschäden entgegenwirken, denn nicht alle werdenden Mütter wissen um diese Gefahren. Eine von der Fachstelle für Suchtprävention Berlin in Auftrag gegebene repräsentative Bevölkerungsbefragung hat 2014 ergeben, dass fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung nicht weiß, dass Alkoholkonsum in der Schwangerschaft zu lebenslangen schweren Behinderungen bei Kindern führen kann. Das Bundesministerium für Gesundheit hat im Jahr 2016 mit einer Studie auf diese Befragung der Fachstelle für Suchtprävention aufgesetzt. Die Ergebnisse zeigen leichte Verbesserungen im Kenntnisstand der Bevölkerung. Insgesamt wird aber auch hier weiterhin Handlungsbedarf deutlich. Umso wichtiger ist es, dass Sie als Gynäkologe, Gynäkologin oder Hebamme das Thema Alkoholkonsum in der Schwangerschaft zu einem festen Beratungsbestandteil Ihrer täglichen Arbeit machen. Eine Verhaltensänderung ist nicht immer einfach. In Bezug auf die Schwangerschaft erhalten die Frauen von vielen Seiten Ratschläge und Verbesserungsvorschläge, was ihren Lebensstil und die Ernährung betrifft. Für Sie als professionelle Begleitung der Schwangeren ist es aufgrund Ihrer knappen Beratungszeit und der Vielzahl an Themen, die besprochen werden müssen, oft sicherlich nicht leicht, das Gespräch auf tabu besetzte Themen, wie zum Beispiel Alkoholkonsum in der Schwangerschaft, zu lenken. Deshalb möchten wir Sie dabei unterstützen, indem wir Ihnen auf den folgenden Folien Tipps und Beispiele für die Gesprächsführung mit Schwangeren zu diesem Thema mit auf den Weg geben.
gibt nicht die alkoholtrinkende Schwangere. Denn die Motive für Alkoholkonsum während der Schwangerschaft können sehr unterschiedlich sein. Es gibt zum Beispiel Frauen, die noch nie über ihren Alkoholkonsum nachgedacht haben, die unbedacht konsumieren. Frauen, die ein Problembewusstsein haben, aber zum Beispiel unter sozialem Druck trinken. Frauen, die Alkohol als Bewältigungsstrategie einsetzen, problembehaftet trinken. Sowie Frauen, die abhängigkeitskrank sind. In einem Beratungsgespräch werden verschiedene Interventionsziele verfolgt. Generell ist das oberste Ziel, einen Trinkstopp bei den Schwangeren zu bewirken. Dabei sollten Sie unterscheiden zwischen Frauen, die moderat und vor allem unbedarft trinken, und Frauen, die abhängigkeitskrank sind. Bei Schwangeren, die unbedarft trinken, ist die Motivation und Selbstwirksamkeit per se hoch. Und die Ursache für ihren Alkoholkonsum liegt unter Umständen lediglich in mangelnder Aufklärung. Deshalb ist es wichtig, dass Sie als Berater oder Beraterin mit Ihren Patientinnen über die Risiken des Alkohols sprechen, um ihr Problembewusstsein für das Thema zu stärken. Bei Schwangeren, die abhängigkeitskrank sind, ist eine Konsumveränderung sehr viel schwerer zu erreichen und häufig von Rückfällen geprägt. Hier ist es wichtig, dass Sie die Motivation zu einer Verhaltensänderung bei der Frau fördern, indem Sie ihr weiterführende Hilfen, wie zum Beispiel eine Alkoholberatungsstelle, empfehlen. In jedem Bezirk gibt es eine Alkohol- und Medikamentenberatungsstelle sowie eine Suchtberatungsstelle. Diese können übrigens auch Sie als Gynäkologe, Gynäkologin oder Hebamme zum fachlichen Austausch oder Beratung in Anspruch nehmen. Nun möchten wir Ihnen die Methode der motivierenden Gesprächsführung oder das Motivational Interviewing, kurz MI, vorstellen, die sich in Beratungsgesprächen bereits als sehr effektiv erwiesen hat. MI ist eine Methode, die intrinsische Veränderungsmotivation der Patientinnen zu fördern und zu stärken, um so Veränderungen in ihrem Verhalten, Denken und Fühlen zu ermöglichen. Hierbei sollten Sie als Berater oder Beraterin beachten, dass die Veränderungsmotivation das Ziel und nicht Voraussetzung für das Beratungsgespräch ist. Eine Ambivalenz der Patientinnen gegenüber dem Veränderungsprozess ist normal und muss von Ihnen ernst genommen werden. Denn eine gelungene Verhaltensänderung braucht zwei Voraussetzungen. Sie muss der Frau wichtig sein und die Frau muss zuversichtlich sein, die Veränderung stemmen zu können. Zum Thema Alkoholkonsum in der Schwangerschaft kommen Ihnen vielleicht Gedanken wie: Das ist ein schwieriges Thema. Konsum ist doch Privatsache. Wie soll ich es sagen? Was ist, wenn ich mich irre? Ich will Ihr Vertrauen nicht verlieren. Ich habe doch eh schon viel zu tun. Diese Gedanken können Hindernisse sein, mit der Schwangeren ins Gespräch zu kommen. Als mögliches Hindernis kann sich im Gespräch zeigen, dass sich die Schwangere abwehrend gibt. Nehmen Sie das nicht persönlich, das ist eine normale Reaktion auf schambesetzte Themen und heißt nicht, dass Ihre Botschaft nicht gehört wurde. Seien Sie sicher, jede Intervention wirkt. Folgende Formulierung könnte Ihnen den Gesprächseinstieg erleichtern und die Schwangere mit ihren Bedürfnissen erreichen. Für einen gelungenen Gesprächseinstieg ist es zunächst wichtig, Störungen aus dem Weg zu räumen und einen klaren Raum für das Gespräch zu schaffen. Ich freue mich, dass wir jetzt ein paar Minuten in Ruhe miteinander sprechen können. Benennen Sie das Thema deutlich und kommen Sie ins Gespräch. Ich möchte Sie über ein paar wichtige Themen für die gesunde Entwicklung Ihres Kindes aufklären. Was wissen Sie über Alkoholkonsum in der Schwangerschaft? Bauen Sie Vertrauen zu Ihrer Patientin auf, indem Sie ihr auf Augenhöhe begegnen. Mir ist es wichtig, dass wir offen miteinander sprechen, auch über schwierige Themen. Nur so kann ich Sie unterstützen und Ihnen die richtigen Informationen geben. Als Expertin oder Experte können Sie Ihrem Eindruck oder Ihrem Gefühl vertrauen. Wenn Sie Auffälligkeiten im Verhalten Ihrer Patientin entdecken, sprechen Sie diese offen an, ohne die Situation zu dramatisieren, aber auch ohne sie zu verharmlosen. Sie machen auf mich manchmal einen zerstreuten und abwesenden Eindruck. Manchmal denke ich, Sie möchten mir etwas verheimlichen. Kann das mit Alkoholkonsum in Zusammenhang stehen? Teilen Sie Ihrer Patientin Ihre Sorge mit und benennen Sie konkrete Fakten, ohne Diagnosen zu stellen. Bei meinem Hausbesuch habe ich leere Flaschen in der Diele gesehen. Wie würden Sie Ihren Alkoholkonsum einschätzen? Wenn Sie das Thema bei Ihrer Patientin ansprechen, müssen Sie damit rechnen, dass es bestritten wird. In diesem Falle nutzen Sie statt Beweisführung lieber die Metaebene. Vielleicht ist das ja auch ein Thema, über das Sie gerade nicht so gerne sprechen möchten. Ich möchte Sie keinesfalls dazu drängen.
Uns geht es beiden darum, dass das Kind sich gesund entwickelt. Betonen Sie im Gespräch mit Ihrer Patientin die Eigenverantwortung, die sie trägt. Ich möchte Ihnen gar nichts vorschreiben. Ihnen ist es ja auch wichtig, dass Ihr Kind sich gut entwickelt. Mir ist es wichtig, Sie dabei zu unterstützen. Außerdem ist es wichtig, dass Sie die Schwangere in ihren vorhandenen Ressourcen und eigenen Fähigkeiten bestärken. Was müsste geschehen, damit Sie Ihren Alkoholkonsum verändern? Was bräuchten Sie, damit das gut geht? Was hat Ihnen denn in der Vergangenheit geholfen? Sie haben schon viele Ziele auf Ihrem Weg erreicht. So ist es Ihnen beispielsweise gelungen, Ihre Ernährung umzustellen. Wie haben Sie es geschafft, dies in Ihren Alltag zu integrieren? Aus Ihrem Alltag in der Praxis wissen Sie, dass Gespräche mit Ihren Patientinnen nicht immer reibungslos verlaufen. Die Ursache hierfür kann in unterschiedlichen Bereichen liegen. Beispielsweise kann es vorkommen, dass die Schwangere noch ambivalent ist und Sie aber bereits Hilfen organisieren und Lösungen anbieten. Das ist gut gemeint, kann jedoch dazu führen, dass diese dann nicht angenommen werden, weil Ihre Patientin noch nicht so weit ist. Häufig braucht sie in dieser Phase erstmal jemanden, der ihr zuhört und sie versteht. Auch kann es vorkommen, dass die Schwangere das Problem leugnet und ihr Verhalten rechtfertigt mit Aussagen wie: Das war doch nur, weil ich mich mit meinem Mann gestritten habe. Sonst trinke ich nie so viel. Leicht kann dies als mangelnde Problemeinsicht gedeutet werden. Diesem Verhalten liegen allerdings häufig starke Schamgefühle zugrunde. Abschließend legen wir Ihnen 6 gute Gründe, Alkohol in der Schwangerschaft zum Thema zu machen, ans Herz. Erstens, es besteht nach wie vor Informationsbedarf bei Frauen und ihren Partnerinnen. Zweitens, alkoholbedingte Schäden sind zu 100% vermeidbare Behinderungen oder Entwicklungsverzögerungen. Drittens, schwangere Frauen mit problematischem Alkoholkonsum benötigen Unterstützung bei der Veränderung. Nur schwanger sein reicht bei vielen nicht aus. Viertens, Frauen mit Alkoholmissbrauch haben häufig keinen Kontakt zum Hilfesystem. Fünftens, was Gynäkologen, Gynäkologinnen oder Hebammen sagen, hat Gewicht. Sechstens, Kurzintervention wirkt. Die Fachstelle für Suchtprävention Berlin und das Bezirksamt Spandau bedanken sich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, Sie konnten ein paar hilfreiche Informationen und Tipps für Ihre Gespräche mit den Schwangeren und ihren Partnern bzw. Partnerinnen gewinnen und wünschen Ihnen ein gutes Gelingen in Ihren zukünftigen Beratungsgesprächen. Weiterführende Informationen zum Thema Alkoholkonsum in der Schwangerschaft und FAS finden Sie unter den hier aufgeführten Websites und Kontaktmöglichkeiten.